zusammen. Weiter geht's mit City Skylines. Bestellung von Rohstoffen. Industriegebäude bestellen automatisch Rohstoffe aus anderen Städten, wenn vor Ort keine verfügbar sind. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Jetzt weiß ich auch, warum hier manchmal mein Einkommen so eingerissen wird, ne? Komisches Modegeschäft. So, wir haben genau die einen Schienenbahn, die auch auf die Kulturinseln gebracht. Und hier kommen dann noch so ein paar Sehenswürdigkeiten rein. Und das Ding hier. Ja, wir lassen es auf jeden Fall stehen. Muss mal schauen, was ich jetzt so mache. Auf jeden Fall weg. Lass die Zeit mal wieder weiterlaufen. Albatros Verlag. Sehr cool. Also touristentechnisch passiert ja auch einiges momentan. Wohnungen sind wieder sehr, sehr gefragt. Überlege gerade, wo. Weil hier zwischen ist eher doof. Ne? Da würde ich sonst nochmal Industriegebiet reinsetzen oder so. Hier im Prinzip. Nicht genug gebildete Arbeiter. Hochschule, Universität. Ja, auf Uni haben wir gar nicht so viele, ne? So Krankenhäuser, Verfügbarkeit. Ich habe nur 77 Kranke. Bildungsauslastung 75%. Okay, cool. Ja, bauen. Was und wo? Hier hätten wir eigentlich Holzverarbeitung und alles, ne? Ich würde nochmal schauen. Industriegebietsinfo. 300 Tonnen Rohholzprodukte. 172 Tonnen werden Rohholzprodukte verkauft. 40 Tonnen Papier und 77 Tonnen Schnittholz. Das ist ganz geil. Hey, wir haben Plastik. Warte da. Produktionswert, Materialkosten, Produktionswert. 14.080. Ach, guck mal, das wird richtig. Das macht richtig Fortschritte hier in der Werft. Das ist ja auch geil. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Cool. Ja, was ich mir wünschen würde, wäre auch mal so, so ein bisschen militärischen Aspekt. Ne? Müssen jetzt keine simulierten Kriege sein oder so, aber dass man sagt, man hat hier so ein. Über SimCity damals, ne? So im Militärbereich. Von wo aus dann, dass dann Arbeitsplätze besucht. Gut, Produkte. Okay, läuft. Läuft. Glas brauchen wir und Papier, ne? So, hier ist wie immer Stau. Das ist eigentlich immer so. Am Hafen ist immer sehr viel Umschlag und so. Guck mal, transportiert nach Frachthafen 100%. Wir kommen jetzt hier alle raus. Und wollen jetzt hier. Wollen jetzt hier alle rein? Nein. Die Einbahnstraße müssen eigentlich andersrum, ne? Weil die müssen jetzt warten, dass sie reinfahren können und die können alle rausfahren. Die drehen die Einbahnstraße nochmal in die Gegenrichtung. So, dann müssen die ja dort kommen, hier reinfahren und hier direkt rausfahren, ne? Das nochmal. Genau, die können jetzt raus. Und die können rein. Ne? Dann ist der. Okay, jetzt ist gerade ein kleiner Knoten, weil ich es gerade geändert habe. Den muss ich jetzt erstmal wieder finden hier. Ja. Dann ist es besser, denke ich jedenfalls. By putting ringtones in every commercial that make you think your phone is ringing. Whether you have a new phone, an old phone, or just leave it on vibrate. We make sure you always hear your phone in our commercials. It's our way of saying, we hear you. So don't be silent when opportunity calls, pick it up. It's for you. Akio Mobile.
don't yeah, I? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our 3-day sleepaway camp is the perfect place to strike it rich. Who are we? Well, we're the number one dream makers in the region. And you are a motivated, driven, confident individual who has a desire to make it big. Run! Don't walk! Get your heart rate above 120. This is exciting. This offer is just for you because you deserve it. Come alone. So don't wait. The early bird catches the worm, and the worm is a bus at 143 Industrial Way that leaves it gone. Dann kannst du jetzt in die Herden Hafen noch reinfahren. Grab it! It's yours for the taking! Money for nothing! Dann ziehen wir da gleich noch eine Straße rüber, wenn wir wieder in den Hafen reinkommen. Lars hier. What kind of music would you bring if you could only bring 5 tracks to a desert island? I'd bring 4 tracks and rock and roll. So, wenn wir jetzt von hinten kommen, nur zum Hafen wollen, können wir hier direkt rumfahren. I just spend all day rocking on the beach. Frachthafen wollen, können Sie da rumfahren. We got a lot more coming at you, so don't touch that dial. Diese Straße ist eine Vorfahrtsstraße. Wo ist meine Straße? Kann man hier in der Kreuzung nicht mal die Umwelt ausschalten oder so? Nee, ja. Eisverkehr war eigentlich ganz nice. Ich muss mal gucken, ob sich das hier überhaupt lohnt, ob ich das reinkriege. Viel zu groß. Großer, kleiner, okay. Aber selbst der kleine ist zu groß. Leute, das ist eine zweispurige Einbahnstraße. So, wenn jetzt vom Frachthafen zum Güter wollen, müssen wir hier einmal ganz rum, ne? Dann verstopft sich wieder alles. Ah, okay, ändern wir mal die Abkürzung, alles klar. Ja, wie geht's jetzt weiter, ne? 55.000, wir haben knapp 5.000 Einwohner. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie eine Wohnung zwischen haben möchte. Hier auf der Innenseite. Ja, ich weiß nicht. Wir haben hier einen Friedhof, ne? Ja. Ach Gott, kein Strom da oben. Bei der Erzkugel. Die sind jetzt hier auch ein bisschen besser geworden. Tatsächlich gerade ein bisschen weniger Stau, ne? Gott. Der Bahnhof. Und jetzt kommen sie alle raus. Rotieren gerade grün. Okay. Ja, ich lasse das so, ne? Der Hafen ist immer irgendwie Chaos. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Frachthafen, ne? Ja, hier ist aber nicht ganz so krass. Post, 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 Post. Ich bin noch Käufer für Produkte, okay. Oder Holzfirma. Sehr schön. So, wie sieht es da aus? Die brauchen Rohholzprodukte. Boah, ist das krass hier, ne? Versorgen den ganzen Kram mit Holzprodukten. Sehr schick.
könnte man eigentlich noch mal einen Wohnblock hinsetzen, ne? So am Ende der Straße. Das haben wollen oder nicht. So, cool. Da können wir jetzt eigentlich bauen. Da haben wir alles, ja, ne? Wasser, Strom und so, haben wir alles. Wir waren 31.000 minus momentan. Das ist nicht schön. So, mal gucken, ob ich die Einschienenbahn später noch hier oben hochziehe. Hier lang und da wieder runter. Da anschließe. Versetzen. So, hier ist auch alles abgegrast, ne? Meine Güte. Kein Öl mehr hier in dem Bereich. Könnte man eigentlich jetzt ein Wohngebiet draus machen oder Holzwirtschaft irgendwie wechseln. Oder aber, wir haben ja noch ein bisschen Möglichkeiten. Dann haben wir auch noch Straßen, ne? Ja. Da ist noch richtig viel Öl. Zack, sehr gut.
passt, ne? Sehr gut. Plastik, Treibstoffe, Holzlager, Teile, krass, Speicher, 24 Tonnen, 25 Tonnen. Warte mal, dann kann da eigentlich auch mal ein Lagerhaus hin für veredelte Geschichten. Meeresfrüchtefabrik, ach guck, die habe ich auch noch gar nicht. Einzigartige Fabriken, ich wollte ja eigentlich auf Lagerhäuser. Lagerhof, kleines Lagerhaus. Gelagerter Rohstoff. Kommerzielle, nee, hier. Hier ist schon der Plastik aus einzigartiger Dach. Ausgefüllt und leer. 400 Tonnen. Jetzt können wir den ganzen Bums nämlich hier rüberfahren, da einlagern. Öl, Öl, Öl. Es gibt noch Käufer für Ölprodukte. Ja, schade auch, ne? Haben wir noch ein Lager für Ölprodukte? Hier ist das Erdöl. Müsste sonst mal gucken. Jetzt hier noch ein kleines Lager aus hier ansetzen. Produkte. Lager der Rohstoff. Da, das kommt rein. Keinen Anschluss mehr hat. Und weg. Tatsächlich, die Stromverbindung zu meiner ganzen Stadt abgerissen, ne? durch das, weil ich das Lager zwischengesetzt habe. Okay, jetzt ist wieder verbunden. Sehr cool. So. Wasser. Gut, könnt ihr leer pumpen. Feini. Jetzt hier mit Zonengüter. Ich hoffe mal, das ist damit gemeint. So, ich hatte gesehen, es gibt noch eine einzigartige Fabrik hier gerade. Nein, Quatsch, da war ich. Letzte wahrscheinlich. Meeresfrüchtefabrik. Ist bereits belegt, ist bereits belegt. Zu stark. Ja, ich will das jetzt nicht irgendwie nach links irgendwo reinsetzen, damit die ganzen Fischlaster hier noch irgendwie durchs Nirvana brettern. Ist ja doof. Muss mal gucken, wenn wir das Windrad hier jetzt nehmen. Also wir versetzen. Einmal dorthin. Also dafür beschreddern. So, da haben wir jetzt hier. Baukost 60.000. Fisch und Plastik in Luxusgüter. Ach, Plastik. Wie kaputt mit diesem grünen Plastik. Und Fisch und Lücken. Fischfabrik wandelt in kommerzielle Zonengüter, ne? Kommerzielle Zonengüter, Fisch,
fish, fish. Fish, 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 fish. Und Fisch ist auch schon direkt drin. Plastik. Brauch so viel Plastik, das kriege ich alles nicht ran. Fisch wirklich. Tag Aquakultur, Algenaquakultur. Und das Einzige, was mir fehlt, ist echt so Thunfisch, ne? Aber wie sieht es denn jetzt hier? Guck mal, mit dem Verkehr, es ist deutlich besser geworden, oder täuscht das? Es sieht so aus, als wäre es besser geworden. Kreuzung gefällt mir nicht. Am liebsten hätte ich die Kreuzung hier nicht. Okay, pass mal auf. Pause. Straße weg. So, und da kommt jetzt. Da kommt jetzt ein Kreisverkehr rein. Auf Biegen und Brechen und Abkotzen. Ich weiß, das Ding ist mega hässlich. Ich bin zu steil. Ah. Und dann müssen wir alles nochmal auf dieses Erdniveau hier anlegen. Weil es gar nicht so leicht ist. Ausschließlich runter, ne? Aber nicht mehr. Cool, warte mal, wenn ich von hier nach da wollen, haben sie den Tunnel, ne? Guck mal, dann ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo ich sage, da kommt Einbahnstraße hin, hier und runter. Die vierspurige Industriestraße, nur die da angeschlossen. Jetzt belegt, ne? Okay. Straße raus. Every occasion has a noodle at Yakisoba. So experience something different. Okay, was ist das? Bitte auch weg.
Красна посередине. Вам стану посередине. Мы за их здесь. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Dort geht ihr hin. So, guck mal, jetzt kommen die von oben runter. Einbahnstraße, ne? So, wer auf die rechte Seite will, wird da lang. Wer hier runter an den Hafen möchte, nimmt hier die Ausfahrt. Passt das? Okay, klasse. So, was macht die Fischfabrike? Ja, kein Plastik, ne? Wenn sie nichts haben, bestellen sie sich was und dann dauert es natürlich, bis der Laster da ist. Keiner. Zone, guter. Ja, ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Strom. Aber ich glaube, jetzt ist besser. Dann ist hier die Verbindung weg. Braucht man nicht, weil die hier durch den Tunnel können. Dann ist das jetzt ausschließlich für den Hafen. Wir könnten eigentlich auch diese Verbindung hier wegnehmen, diese kleine kurze. Muss man halt durch den Tunnel und dann hier lang fahren, aber dann wird sich das verstopfen. Nee, okay, das lassen wir erstmal alles so. Die Tank-Aquakultur. So, mit den Einnahmen, die ich gerade habe, würde ich die Steuer nochmal senken auf 7. So, dadurch verspreche ich mir noch einen kleinen Zuwachs hier in der Gemeinde. So, ist jetzt die Frage, wo und wie bauen wir das nächste Wohngebiet ein? Stadtteilen aus. Ja. Danke Bürger. Müller- Busbahnhof. Glück die Passagiere 87. Also das ist ja von der Gemeinde, wenn wir auf dem Wohnmobil. Müller- Bus. Doppeldecker Bus. Und voll, ne? Klasse. Dann sieht es da aus. 90 Fahrzeuge. 39. 6. Auch hier haben wir weniger Stau. Sehr cool. Wir hatten auch weniger Stau. 60.000 minus. 50.000 minus. Gut, ich würde sagen, ich mache hier nochmal eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und ciao.